Ich möchte euch von einem meiner Tiefpunkte erzählen heute. Und zwar, das ist jetzt schon wieder, ich glaube, bestimmt 8 Jahre her. Ganz viel spirituelle Arbeit, ganz viel verarbeitet, trotzdem in Burnout reingerutscht, also trotzdem in eine Depression gefallen. Und dann kam dieser Moment. Ich glaube, ich war ungefähr bei einem halben Jahr Therapie. Dieser Moment, wo ich total aufgelöst vor meiner Schwester saß und wir überlegt haben, was sich alles ändern müsste in meinem Leben, damit es mir besser geht, was alles geändert werden müsste. Und wie immer kann das meine Schwester ganz gut. Die kann meine Punkte wirklich fassen und finden. Und hat irgendwann die Frage gestellt, was ist denn so schlimm daran? Und ich weiß noch, wie es aus mir herauspurzelte. Ich traue mich einfach nicht. Ich traue mich einfach nicht, ich selbst zu sein. Und da war es, eingeschlagen wie eine Bombe. Festzustellen, dass alles, was ich bis dahin erlebt hatte, versucht hatte, gegen anzuwirken, nicht funktioniert hatte, weil immer wieder der eine Punkt zurückkam, dass ich versucht habe, ein Leben zu führen, was gar nicht meins war, weil ich immer wieder versucht habe, mich den anderen anzupassen und in ein Leben reinzupassen, das gar nicht meins war. Einfach tatsächlich Fakt, es war einfach nicht meins, aber ich habe es versucht. Ich habe versucht, mich anzupassen. Ich habe versucht, die Dinge zu machen, die von mir erwartet wurden. Einen Job zu haben, an einem Ort zu wohnen. Und lag tatsächlich daran, dass ich mir selbst nicht erlaubt habe, ich zu sein. Weil ich Angst davor hatte, dass mein wahres Ich keiner mag. Weil ich Angst davor hatte, nicht akzeptiert zu werden, nicht angenommen zu werden. Und das war so krass. Das war so krass für mich, diese Erkenntnis. Weil dann kam gleich hinterhergeschossen die Frage, näher, was willst du denn? Was willst du denn? Was ist denn deins? Wer ist denn die richtige May, die echte May? Und das konnte ich erstmal nicht beantworten. Das wusste ich einfach nicht. Ich musste mich austesten. Ich musste mich auf diese Reise begeben, mich selbst kennenzulernen. Hallo, hier ist die May, so wie sie heute existiert, so wie sie jetzt ist. Und in diesen Jahren der Erkenntnis, des Lernens, des zu mir zurückkommen, und ich nenne es deswegen zu mir zurückkommen, weil ich bin davon überzeugt, dass jeder bei sich ist oder sich selbst kennt, weil wir ja von uns gekommen sind in unserer Originalfassung. Nur dass wir irgendwann angefangen haben, uns die ganzen Stories und Geschichten zu erzählen, wie wir zu sein haben, wer wir sein sollten, damit wir ein richtig guter Mensch werden. Wenn aber eigentlich das, was eigentlich Tatsache ist, ist, dass wir so gut sind, wie wir sind und toll sind, so wie wir sind. Und desto mehr wir uns finden, desto friedvoller sind wir. Und deswegen ist für mich tatsächlich meine Bestimmung, sage ich jetzt mal, weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber für mich war das so, mein schamanischer Lehrer hat immer gesagt, wir kriegen die Aufgaben in unser Leben reingegeben, die wir dann auch für andere, wo wir dann andere auch unterstützen können. Und deswegen weiß ich, dass ich meine Depression, mein Tief hatte, damit ich jetzt anderen Menschen dabei helfen kann. Und ich weiß, dass ich für mich erstmal Leichtigkeit, Freiheit und Erfüllung finden musste oder durfte, sagen wir es mal so, damit ich es jetzt auch weitergeben kann. Weil das Tolle ist nämlich, es gibt nicht den einen Weg, sondern jeder hat seinen ganz eigenen Weg.
Aber auch dabei kann man sich unterstützen lassen. Deswegen bedeutet für mich leicht, frei und erfüllt, so oft und so gut es geht, ich selbst sein zu dürfen, mich nicht verstellen zu müssen, sondern einfach nur ich zu sein und mich so zu zeigen, wie ich bin. Und ihr kriegt das jetzt mit. Eigentlich schon seit einigen Jahren, seitdem ich hier live bin, kriegt ihr mit, wie ich immer mehr und mehr so wurde, weil ich sage immer, so die ersten Jahre schafft man einen großen Brocken und dann fängt man an, noch an den Kleinigkeiten zu schrauben. Und das passiert immer wieder und immer mehr. Und es ist einfach nur schön, diesen Weg gehen zu dürfen. Und es ist nur schön, dass ich auch andere Menschen dabei begleiten darf. Das wollte ich einfach mal mit euch teilen. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir mal erzählt, was leicht, frei und erfüllt für euch bedeutet. Was heißt für dich Leichtigkeit? Was bedeutet für dich Freiheit, in Freiheit leben zu können? Und was bedeutet für dich, deine Erfüllung zu leben? Und natürlich die ganz große Frage, lebst du sie denn auch schon? Schönen Abend, meine Lieben.